Nach einigen Jahren der Corona-bedingten Pause können wir uns jetzt endlich wieder Gäste zu uns ins Studio der Tobacco Road Blues Band in St. Veit einladen. Und was das heute für ein Gast ist nach dieser Pause, wirklich würdig. Und ich freue mich, dass er hier ist, Christian Dotzler. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dass ich euch endlich persönlich kennenlerne. Du hast es gesagt, kennen tun wir uns ja via FaceTime und die entsprechenden Kanäle, die es da heute gibt, schon seit einigen Jahren, weil du auch auf unserem letzten Album mitgespielt hast. Genau. Was waren da deine ersten Gedanken, als du auf einmal einen Anruf gekriegt hast oder ein Mail oder was auch immer es war aus Kärnten, quasi der alten Heimat, es war nicht Kärnten, aber Österreich ja, doch, ja. Und es geheißen hat, hast du nicht Lust bei uns mitzuspielen? Ja, man dachte, das ist eine super Idee, nicht? Weil wir haben ja alle nichts anderes zu tun gehabt in dem Moment, während Covid. Nicht? Und das war das erste Mal für mich, dass ich so mit remotely was aufgenommen habe. Und ich habe das dann gleich beibehalten, weil mittlerweile habe ich das mehrfach schon gemacht, nicht? Weil das einfach während Corona gar nicht anders gegangen ist, aufzunehmen im Studio. Und auch so hat sich herausgestellt, es ist irrsinnig praktisch, nicht? Von Kontinent zu Kontinent. Es geht irrsinnig cool und jetzt noch schöner ist es natürlich, wenn man miteinander musizieren kann, also wirklich genau. Physisch in einem Raum ist. Und das tun wir heute, beziehungsweise haben wir heute schon getan. Den Christian kennt man als Pianisten, als langjährigen Pianisten der Mojo Blues Band. Wann und wie hat dich eigentlich das Blues Bacillus infiziert? Das war im Alter von 14 Jahren. Habe ich den Blues entdeckt durch eine Radiosendung, damals auf Ö3, Living Blues hat die geheißen. Und also eigentlich die ganzen, also meine Generation von österreichischen Bluesmusikern, glaube ich, kommen alle aus derselben Ecke. Und das war eine Sendung über alten Piano Blues und Boogie Woogie, die ich da erstmals gehört habe und da bin ich drauf gekommen, aha, das können wir auch machen mit einem Klavier. Ich bis dahin, also du hast bis dahin, ich bis dahin klassisch gespielt. Der Czerny wahrscheinlich. Genau. Das, was wir alle gehabt oder haben. Oder als Kind halt, nicht? Und habe dann aufgehört gehabt, 2 Jahre, und dann habe ich es sozusagen wiederentdeckt unter neuen Vorzeichen und von da an habe ich das gemacht, habe dann andere Instrumente dazu gelernt, noch Mundharmonika, Akkordeon, ein bisschen Gitarre ursprünglich auch, aber das habe ich bald wieder aufgegeben. Und so, ja, bin dabei geblieben eigentlich. Mhm. Heutzutage ist es ja relativ leicht, nicht? Über YouTube. Man gibt sich da alle möglichen Lernvideos und schaut sich ja, das an. Das mal war das wahrscheinlich nicht so einfach, sich diese ganzen Blues-Geschichten, gerade die rechte Hand in der Art und Weise, wie du es auch spielst. Also ja, man konnte ja auch nicht. Erstens einmal die Aufnahmen zu bekommen, überhaupt schon war ein Problem. Weil das ja nicht so, also auch keine Popmusik war damals, die man, und ohne Internet natürlich, also, und dann hat man sich alles wirklich runterhören müssen. Und wenn man dann halt den Plattenspieler langsamer gedreht hat, dann hat er die Tonart nicht mehr gestimmt und so, also es ist nicht mehr so weit auf YouTube, dass man auf halbe Geschwindigkeit stellt und dann ist es dieselbe Tonhöhe Tonhöhe und rennt halt halb so schnell. Hat es damals nicht gegeben. Das wäre sehr praktisch gewesen. Ja. Irgendwann einmal hat die Mojo Blues Band, die wohl das Aushängeschild in Sachen österreichischer Bluesmusik immer gewesen ist, bei dir angeklopft. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir haben es so in verschiedenen so Mischbesetzungen gegeben. Also ich habe eine Band gehabt zu der Zeit und die Mojo Blues Band hat es gegeben. Und dann haben wir das hat sich dann durch Umbesetzungen, hat dann auf einmal meine Rhythmusgruppe auch bei der Mojo Blues Band gespielt. Dann haben wir noch eine dritte Band gegründet, die aus dem Duo von Eric Trauner und mir hervorgegangen ist. Also der berühmte Gitarrist der Mojo Blues Band. Ja. Und irgendwann einmal ist uns das zu blöd geworden und wir haben diese drei Bands fusioniert zur neuen Mojo Blues Band praktisch damals. Das war 1984. Also betriebswirtschaftlich betrachtet ein Merger. Genau. Würde man sagen. Trotzdem, dir war dann Österreich offensichtlich irgendwann einmal zu klein, denn seit über 20 Jahren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, lebst du in Amerika, in ja, Texas. Ja, das hat sich eigentlich auch durch einen Zufall ergeben. Meine Band zu der Zeit hat sie, wäre gerade eine Umbesetzung angestanden und ich habe im selben Moment ein Angebot gekriegt, in Amerika in eine Band in Louisiana einzusteigen bei Larry Garner. Wie kriegt man so einfach ein Angebot aus Amerika noch dazu? Na, wir haben uns gekannt. Also wir haben, wie Larry in Österreich gespielt hat, hat meine Band ihn begleitet.
Und wir sind in Kontakt geblieben. Ich bin zu der Zeit fast jedes Jahr nach Amerika auf Urlaub gefahren oder halt auf Musikreise sozusagen. Mhm. Und da haben wir halt auch dort immer gejammt miteinander. Und irgendwann hat er mir das halt angeboten und ich habe gesagt, ja, wenn nicht jetzt, dann nie, weil jetzt müsste ich mal eine neue Band suchen quasi. Und schaue ich mir das einmal an für 2-3 Jahre, nicht? Dass ich einmal, wenn ich die Gelegenheit schon habe, dass ich einmal das erleben kann, wie die Musikszene läuft in Amerika, wie das alles funktioniert. Und aus den 2-3 Jahren sind dann über 20 Jahre geworden. Ja, und das war jetzt mittlerweile sind es 22 Jahre geworden. Und ich bin immer noch dort. Ne? Du bist der erste Österreicher, den ich kennengelernt habe, der 20 Jahre drüben lebt und den man den eingebürgerten Amerikaner absolut noch nicht anhört. Wie hast du das gemacht? Du hast überhaupt kein Amerikaner, also im Deutschen natürlich überhaupt kein. Irgendwie beim Schwarzenegger waren das noch andere Zeiten, ne? Weil der war ja wirklich noch isoliert drüben. Also da hat er Telefonieren noch Vermögen gekostet. Ne? Und jetzt, wo man über Internet praktisch jeden Tag mit seinen Freunden in Österreich telefonieren kann oder reden kann, ist das kein Problem mehr. Was war das dann, als du rüberkommen bist, der erste Touchdown in Amerika mit dem Heimatland gewissermaßen des Blues, also nicht ganz, aber in der Art und Weise, wie du ihn spielst, ist es das natürlich. Ist man da extrem aufgeregt, wenn man da als Österreicher hinkommt und jetzt mit den Amis der Blues spielen soll? Eigentlich nicht. Also ich bin sofort ins kalte Wasser gestoßen worden. Mein erster Auftritt war in Memphis während der Blues Awards, wo Larry in dem Jahr für 3 Awards nominiert war. Und haben wir da im Rahmenprogramm von den Awards gespielt und es ist nur sofort losgegangen. Also das war, wir waren praktisch 10 Monate im Jahr auf Tour, haben gespielt 5 bis 7 Tage die Woche über ganz Amerika. Dann irgendwie nach einem Monat hat man dann eine Woche Pause gehabt einmal und dann ist wieder für 6 Wochen auf Tour gegangen. Das ist was in dem Ausmaß, was ich vorher in Europa nicht erlebt habe. Ne? Weil da ist man halt, weiß ich, ein Wochenende weg oder eine Woche oder 2 vielleicht. Ne? Aber dieses On-the-Road-Leben habe ich eigentlich da das erste Mal mitgekriegt. Gibt es irgendeinen amerikanischen Bundesstaat, in dem du nie gespielt hast? Wenige. Alaska, zum Beispiel. Ich bin nach Alaska, habe ich es nicht geschafft bis jetzt. Aber wir haben das einmal nachgezählt. Also in den 2 Jahren, wo ich mit Larry unterwegs war, bin ich durch 35 Bundesstaaten gekommen von den 50. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes durchgekommen. Ja klar, also 10 hast nichts davon, nicht außer Blues-Clubs. Also ja. Spülen und zu wenig schlafen und zu viel trinken und am nächsten Tag zu weit fahren. Und also kennt man es wirklich nur vom Durchfahren das meiste. Ne? Ich glaube, der Johnny Winter, was, wenn ich es jetzt im Kopf habe, der gesagt hat, the Blues will always be alive. Glaubst du das? Ich glaube es nicht. Nein, ich glaube, dass er schon am Zahnfleisch geht und aus dem letzten Loch pfeift. Es hat immer so Phasen gegeben, wo man immer geglaubt hat, jetzt das wird wieder dem Blues einen Boost geben, das Jahr des Blues oder so. Weil dann ist die Blues-Dokumentation rausgekommen, irgendwie so 5-teilige oder was. Ne? Ich dachte, das wird es jetzt sein. Dann hat der Eric Clapton wieder begonnen, Blues aufzunehmen und das zu promoten. Dann haben wir gesagt, jetzt werden alle die jüngere Generation den Blues wieder entdecken. Mhm. Das hat alles nichts genutzt. Das ist irgendwie ich bin skeptisch. Ich glaube, dass das mit unserer Generation mehr oder weniger die seine Fans verlieren wird auch. Obwohl jetzt ist ein erstaunliches Phänomen in den letzten 2 Jahren oder so, oder 3, in Amerika, dass auf einmal junge schwarze Musiker den entdecken. Und das ist natürlich, also das gibt einem wieder einen Hoffnungsschimmer. Weil die ja wirklich seit Jahrzehnten nichts mit der Musik zu tun haben wollten. Ne? Also die eigentlich
von da, woher ist auch von Weißen eigentlich am Leben erhalten worden, der Blues. Über sowohl die, aus England als auch in Amerika natürlich. Aber vielleicht ist es ja wie bei Asterix und Obelix, nicht? Da hat es ja auch geheißen, ganz Gallien ist besetzt, ganz Gallien. Nein, ja. Ein kleines, also wir werden die Bluesfahnen weiterhin hochhalten. Genau, wir waren immer die Bluesinsel. Ganz bestimmt. Christian, danke schön, dass du zu uns gekommen bist und mit uns gespielt hast. Gerne, hat riesen Spaß gemacht. Ich freue mich schon, dass wir einen gemeinsamen Auftritt in Bluesiana noch haben werden miteinander. Herzlichen Dank, Christian Lotzler. Okay.